Das ist alles Schnee von gestern. Ja, also diese ganzen Marketingparolen diverser, den muss man unbedingt das erstmal erklären, dass du Nutzenkommunikation betreiben musst. Und dann gibt es diejenigen, die sind so gut, dass sie theoretisch jedes Problem für jeden lösen könnten. Ja, dazu können auch einige meiner Kunden. Und die haben wiederum das Problem, dass sie zu gut sind und sich dann deswegen so hart tun, sich auf was Spitzes zu konzentrieren und zu fokussieren. Nutzenkommunikation, Benefits, Features, die Vorteile einer bestimmten Lösung, einer Software, einer SaaS-Applikation, eines CRM-Systems, eines E-Shops etc., eines MDM-Systems, Stibu Systems, SubCommerce, Adobe CMS, you name it, Shopware meinetwegen mehr für den Mittelstand oder IBM WebSphere, manche sogar nutzen es sogar noch im Dachraum, uraltes Ding, ja, relativ unpopulär. Im Enterprise-Bereich in Deutschland oder auch in Europa, in Frankreich glaube ich etwas mehr, kommt ursprünglich etwas weiter verbreitet noch in den USA. You name it. Also das ist alles eigentlich kein neuer Schnee. Ja, das ist alles Schnee von gestern. Ja, also diese ganzen Marketingparolen diverser anderer Trainer, Verkaufstrainer und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Bereiche und Branchen und so weiter, denen muss man unbedingt das erstmal erklären, dass du Nutzenkommunikation betreiben musst. Werteversprechen in Form von, okay, that's in it for you. Wenn du das Produkt kaufst, diese Software, hast du die und die Vorteile. Wenn diese CRM einführst, gestern haben wir ein paar Pipedrive-Videos gedreht, intern auch ein paar Schulungen gemacht, dann kannst du besser nachverfolgen deine Leads, dann kannst du dies besser machen, dann kannst du besser automatisiert E-Mails verschicken, etc., etc., etc. Ja, das ist eigentlich, das ist Schnee von gestern. Niemals, das ist nothing new. Also letztendlich, was dann aber jedoch fehlt, ja, ich mache mal kurz die Tür zu, weil es halt so. Was hier jedoch häufig fehlt, ist die Pain Points deiner Zielgruppe, also sprich des Kunden, den du gerne als Kunde gewinnen willst, also des Interessenten, des Avatars, des Personas, konkret und direkt ansprechen. Und zwar so direkt ansprechen, dass er sich quasi fragt, hat er gerade in meinen Kopf reingeschaut? Okay, das ist nämlich der nächste Level, das ist der nächste Schritt. Okay, und das ist nicht ganz so einfach. Warum ist das nicht so einfach und warum tun sich da viele schwer? Weil sie entweder eine extremst heterogene Zielgruppen haben. Also ein extremst heterogenes Targeting. Sie machen quasi und Portfolios, sie machen quasi mehr oder weniger alles für jeden. Und häufig auch genau diejenigen, da gibt es wieder zwei Kategorien. Es gibt diejenigen, die so ohlala, na, so ein bisschen rumskripten, ein bisschen Webseiten machen für jedermann und so weiter um die Ecke. Das ist sogar noch schlimmer. Und dann gibt es diejenigen, die sind so gut, dass sie theoretisch jedes Problem für jeden lösen könnten. Ja, dazu können auch einige meiner Kunden. Und die haben wiederum das Problem, dass sie zu gut sind und sich dann deswegen so hart tun, sich auf was Spitzes zu konzentrieren und zu fokussieren. Aber das ist Grundvoraussetzung, damit du diese Spitze Zielgruppe, weil irgendwie die Probleme des kompletten Marktes en Detail zu kennen und besser zu kennen als der Kunde selbst, ist quasi, also du müsstest schon ein Super-Genie sein, ist ziemlich schwierig. Also warum machst du das Leben so einfach, so schwer? Also der Weg ist die spitze Positionierung, okay? Und dann kannst du diesen Effekt, diesen Aha-Effekt, diesen oh wow, krass. Und ich sehe das bei mir selbst, wenn ich ein YouTube-Video schaue von irgendwelchen Verkaufstrainern oder irgendwelchen Anbietern von irgendwelchen Masterminds und so weiter und so weiter. Wenn ich mal zurückblicke, die letzten 5 Jahre, jede Weiterbildung, jede Fortbildung, ja klar, auch ich mache Weiterbildung, Fortbildung, ist ja völlig logisch, wäre seltsam, wenn ich es nicht machen würde. Jetzt habe ich schon länger keine mehr gemacht, aber wenn ich jetzt eine Werbeanzeige sehe von jemandem, der zum Beispiel irgendwas verkaufen möchte, irgendwie das neueste E-Mail-Marketing-Tool oder sowas, und ich sehe in den ersten paar Sekunden in dieser Werbeanzeige, wow, krass, der weiß genau, was ich gerade im Schädel habe,
dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da klicke, mich zumindest mal eintrage, eventuell sogar das Ding teste, eventuell sogar eine Zeit lang bezahle, eventuell sogar komplett einführe oder dann auch sogar meine Kunden weiterempfehle und so weiter und so weiter. Okay? Und das ist eben so häufig sozusagen der fehlende Deckel am Burger. Na, wenn du jetzt quasi unten hast das Fundament, das haben dann viele. Dann Fleisch und das ganze Zeug in der Mitte und so weiter. Ich esse ja keine Burger mehr, aber das haben dann auch schon viele, besonders in der Softwarebranche, weil letztendlich die Branche lebt von Features, von Vorteilen. Ja? Also das ist letztendlich Common Sense. Aber dann dieser Deckel da oben noch drauf muss. Da stimme ich absolut zu. Ja? Diese Analogie, diese Metapher wird häufig genutzt. Ja? Und um letztendlich sozusagen die Kiste zuzumachen. Ja? Und das ist eben, da fehlt es halt, also Grundvoraussetzung dafür wiederum ist diese spitze Positionierung, wo sich halt viele, die so ein bisschen generell unterwegs sind, natürlich sehr hart tun, die tun sich generell hart, aber die sehr, sehr, sehr gut sind und theoretisch alles lösen konnten, jedes Problem lösen könnten, weil sie einfach wirklich gute Leute sind, die tun sich da auch sehr, sehr hart. Und das ist natürlich eine Herausforderung diesbezüglich, weil es ist ungefähr so, wenn ich sagen würde, okay, ich habe irgendwie 5 richtig coole Sportwagen in der Garage stehen und ich darf aber immer nur einen fahren. Ja, oh mein Gott, das tut so weh. Die anderen darf ich immer nur anschauen. Ja, falls du zum Beispiel Sportwagen cool findest. Also ich jetzt nicht, aber meine ich nur als Beispiel. Ja, okay. Ja, das wollte ich eben damit sagen. Und dass du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, das könnte dir sozusagen in deiner Positionierung oder generell in deiner Kundengewinnung unfassbar helfen. Also wenn du auf so einem Level mal bist, ja, und also dann hast du eigentlich quasi mit Verkaufen auch gar keine, also dann ist eigentlich quasi Kaltakquise nur noch ein Klacks. Ja. Und ich mache wirklich Kaltakquise schon eine lange Zeit. Und wenn man da mal so richtig dynamisch, wenn man Momentum aufgebaut hat, kann es sogar sehr viel Spaß machen. Manchmal macht es auch keinen Spaß, aber das ist nicht das Nonplusultra. Also das Endgame ist nicht Kaltakquise. Ja, das kannst du dann irgendwann immer wieder mal machen und so weiter. Das gehört einfach dazu, meiner Meinung nach, egal auf welchem Level du bist. Aber wo du eigentlich hin willst, ist den Kunden so gut verstehen, dass du in der Kundenansprache, meinetwegen auch durch Kaltakquise, aber halt auch durch Webseite, Ads, E-Mails etc., LinkedIn, alles, einfach alles. Tutto completo. Einfach, dass der Kunde sagt, boah, krass, der weiß genau, an was ich heute, als ich heute früh aus dem Bett gestiegen bin, an was ich da gedacht habe. Das hat der jetzt in seiner Video-Ad oder in seinem Post, in seinem LinkedIn-Post oder seinem Blog-Post, hat der das gerade nochmal gesagt. Also der hat das, wie ist es möglich? Ja, okay, also diesen Aha-Effekt, okay. Also, das wollte ich hier einfach nochmal wirklich sehr bedeutsam nochmal raushauen, denn das ist definitiv ein Faktor, der dir ja auch aufs nächste Level helfen kann. Und ja, mehr ist dazu auch nichts zu sagen. Dankeschön fürs Zuhören. Ich finde, was du super machst, ist, dass du sehr kommunikativ bist. Ich kann dich sehr gut erreichen. Das finde ich wirklich unglaublich wichtig tatsächlich. Und das, finde ich, machst du fantastisch. Das habe ich bei manche anderen Projekten nicht so gehabt, da muss man super viel alleine machen. Egal, was ich brauche, ob es ein Udemy-Kurs etc., es wird mir gestellt, das finde ich super und das finde ich auch sehr wichtig. Das heißt, ich fühle mich in dem Projekt sehr unterstützt von dir.